Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim Roleplay. Jo, ihr seht, es sind wieder mehr Personen hier drin und die Leute werden nicht mehr aggressiv. Durch einen Comment, der heißt player.scanonactor und der macht, dass die nicht mehr aggressiv sind. Scheinbar sind ein paar Mods ein bisschen im Clinch zusammen. Und ja, dafür habe ich die anderen Mods wieder aktiviert, die ich einfach aus Sicherheitsgründen deaktivieren musste. Und ja, jetzt ist alles wieder lebendiger. Yes! Also, wir müssen jetzt mal kurz schauen. Wir haben hier irgendwo noch diese Adelige, die ja, Söldnerin ist. Das ist ein Veteran, okay. Da kommt jemand davon zu, das ist sie, oder? Ja, das ist eine andere. Ja. Ja. Okay. Gut, wenn die nicht mehr aggressiv ist, die war ja so OP und uns gewonnen. Ja, Schlag gekillt sozusagen. Und du fliegst gerade, Hulda. Ich gehe einfach nur ein bisschen spazieren. Ja, du gehst in der Luft spazieren. Okay. Es läuft noch nicht alles gut. Die Mods sind irgendwie scheinbar gar nicht playtested oder so. Und es macht halt alles ein bisschen schwieriger. Das sind ja auch die größten Mods, die ich so das Ambiente gefunden habe. Kann schon etwas passieren. Also, ich muss mal ein paar Essen machen. Fische vor allem. Fische sind scheinbar gut. 220 Hungerpunkten. Ja, kann das irgendwie schnell Enter. Kann man da irgendwie schneller machen? So nicht. So hört er auf. Okay. Ja, die Steuerung ist immer noch lachhaft schwierig gemacht. Keine Ahnung. Man kann hier auch Heiltränke zusammencraften. Lachsbraten. Ja, ist auch sehr gut. Okay. Wir haben wahrscheinlich bald kein Salz mehr, aber ja, jetzt haben wir kein Salz mehr. Dann nehmen wir noch gegrillte Lauch, der macht wenigstens 18 Hungerball-Ding. Aber da haben wir auch wieder sehr viel. Wie geht das schnell? Welche Taste war es, damit es schnell geht? Keine? Es ist wirklich auf dem PC so schwierig, irgendwas zu craften. Oder man macht es einfach so mit dem Zeiger. Na, okay, danke. Danke, dass ich drauf kam. Nein, Heiltränke möchte ich eigentlich nicht craften. So, haben wir genug. Oh, Wildbrät. Wie viel gibt Wildbrät? Okay, das können es nicht klar. Oh, hallo, Faronga. Alfmer heißt er, okay. Ja? Die reden leider nicht. Wenn ihr schon den Mod macht, macht doch die auch bitte. Redend. Das ist schon geil. Einfach so viele Leute hier in der Kneipe sind und so. Schön. Also, jetzt wieder ein richtiges Rollenspiel. Jetzt gehen wir hier rein. Luft ist behaglich. Okay, schön. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Und essen gleich mal kurz etwa. Oh, sorry. Falsche Taste. wir nehmen hier einen. Ja, Lauch ist ja eben zu wenig. Wir brauchen. Hä, ist das hier? Nein. Da. Der Schnutfisch ist teurer. Dann nehmen wir einen von denen. Du fühlst dich besser, bist aber immer noch hungrig. Aber, ja. Gut. Wenig Leben haben wir noch. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Wir sind leider ein bisschen verletzt. Interessant, um es gelinde auszudrücken, bei allem, was so geschehen ist. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen, nun, sagen wir, Preissteigerungen geführt. Wichtig ist nur, dass ich habe, was ihr braucht. Und es ist jeden Septim wert. Aber ich zahle dir nicht alles. Ich muss ja noch die Zauber kaufen. Was führt einen Breton nach Himmelsrand? Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich.
Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. Ui. Aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. Das ist doch nicht dümmlich, man möchte doch so etwas wissen. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Ja, schon wieder so eine arrogante Säckel. Ein Abenteuerrucksack. Leider haben wir immer noch ein bisschen zu wenig Geld. Müssen wir noch kurz ein bisschen sparen. Erlesener Geschmack. Okay, ein Buch. Es wird sich schon lohnen, einen Rucksack zuerst holen, aber ich muss ja mindestens einen sauber haben. Beschwörung. So, das heißt, was haben wir gesagt? Verkaufen wir. Irgendwo haben wir noch eine Rüstung. Müssen wir denn die Rüstung wieder abholen? Okay, einen Ring können wir mal verkaufen. Genau, den Pelzhelm, den wir hergestellt haben. Okay, die Magiersachen sind Ding. Höhenbärenpelz haben wir auch gesagt, verkaufen wir. Dann den Wert nochmal anschauen. Ja, die Rüstung haben wir scheinbar jetzt nicht. Aber wir haben knapp genug Geld. Also den Silberring. Ich hoffe, den müssen wir nicht irgendwie craften oder so. Stahldolch lasse ich noch. Dann mache ich doch ein paar weniger Eisendolch und dann haben wir genug Geld. Bitte kommt wieder. Nein, bitte, ich komme nicht mehr wieder. So. Oh, wieso liegt hier Käse rum? So. Was sagt denn damit? Der stinkt. Guten Tag, liebe Wache. Guten Tag, Abenteuer. Jäger, okay. Und das ist, glaube ich, hier. Genau, der Tempel von Kynare. So. Guten Tag, ich möchte gerne einen Druidenzauber. Ihr sucht meinen Gatten Nasem? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jalna. Dort kriecht er derzeit für gewöhnlich herum. Ja, bitte? Wieso? Ah, der, die vielleicht. Willkommen, Kind. Verkaufen? Werft einen Blick darauf. Also kaufen und dann Force of Natur. Druidcraft. Call Raven. Deshalb günstiger, hä? Hätte war 550 Ding, beide. Okay, wir kaufen den Raven jetzt noch nicht. Oder doch, den Raven kaufen wir auch. Haben wir noch irgendwie einen Zauber vom Necromancer? Zombie, der kennt das eine Rolle. Hier nicht, also ja, hier ist ja. Die Gnade von Kynare. So, und die zwei müssen wir lesen. Wie liest man? Ich weiß nicht, wie man liest. Und dann muss ich noch kurz die Sachen schnell wählen. Also, ja. Da. Diese Taste, diese Taste, diese Taste, diese Taste. Diese Taste, ja. Diese Taste. Immer das Schöne. Aussuchen. Und dann können wir gleich mal die Klappschlange dann befeuern. Ja, jetzt können wir rausgehen. Wir holen Sachen von den Banditen. Damit gehen wir in die Stadt. Und haben das Geld für einen Magierrucksack. Ich denke, ein Magierrucksack macht am meisten Sinn für uns. So. Hallo. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Oh. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Ja, vor allem, wenn du immer rennst. Versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Ja, ich tue Söldner anhören, aber ich bin kein Söldner. Warum habt ihr beiden gestritten? Saphir gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Okay. Braucht ihr Hilfe, um das Schwert zu finden? Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar.
Okay, können wir machen. Ihr seid nicht das Himmelsland, oder? Nein, da haben wir wohl etwas gemeinsam, ihr und ich. Nein, ich bin Rotwardone. Meine Familie stammt aus der kaiserlichen Provinz. Aber ich habe mein Zuhause verlassen, als ich noch ein junger Bursche war. Seither bin ich unterwegs. Gut, also trainieren müssen wir nicht. Wenn ihr dieses Schwert findet, bringt es bitte zu mir. Jo, wir tun sowieso Banditen jetzt gerade angreifen. Kein Problem. Wir könnten mal versuchen, links herumzugehen. Wir sind ja rechts schon herumgegangen. Gehen wir einfach mal links herum und vielleicht haben wir dort... Ah, die große Burg könnte es sein. Da haben wir uns noch nicht reingetaut. Wollen wir die jetzt am Anfang machen? Wir machen es jetzt am Anfang, damit wir etwas haben, was ich schon machen wollte. Ah, hier ist sie. Die war ja so aggressiv. Kommst du mit, bitte? Ah, du bist ja wahrscheinlich toll. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Die Hitze des Gefechts. Ja. Außerdem lässt eine wahre Nord nie eine Möglichkeit aus sich zu bewahren. Das probieren wir jetzt. Jetzt haben wir auch gespeichert. Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Ah, kann ich mit der Schlange noch angreifen? 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. Ich mach das mal, ich betrüge. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie und kein Geheule. Okay, schade, keine Magie. Außer wir greifen cool. Ah, wir können gar nicht. Ja! Greife nicht. Ey, die macht sehr viel Schaden. Ich werde euch vernichten. Nein, ich. Ich mach mehr Schaden als du. Papa. Nein, wir haben ja nicht Maximum Leben gehabt. Okay. Oh, sorry, ich wollte dich nicht umnocken. Ich wollte nur wenig Leben. Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Es war jetzt nicht gerade, es war immer der gleiche Schlag bei mir. Okay, ich denke, ich habe mir die 100 Goldstücke verdient. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Okay, danke. Wenn ihr mal eine Klinge an eurer Seite braucht, müsst ihr nur fragen. Würde mir gern ansehen, wie ihr mit ein paar Trollen fertig werdet. Okay, ich kann dich gerne zu den Trollen bringen. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ich brauche einen Ritter. Habt ihr mit diesen Gefährten gesprochen? Das wollte ich eigentlich nicht sehen. Es war nicht meine Schuld. Sie wollten, dachten wohl, eine Frau wäre nicht. Vergeuden wir keine Zeit. Sehr gut. Und jetzt kann ich dich, glaube ich, hier. Was braucht ihr? So, was hast denn du? Geringe Gesundheit. Du hast die nicht ausgewählt? Rüste doch die aus. Ja, den haben wir eigentlich noch nicht. Deshalb nehme ich den mal. Gold brauchst du auch nicht. Oh, Schlüssel zu einem Haus. Du hast ein 2 Hände. Ein Silberring brauchst du doch auch nicht zu tragen. Dann kannst du eigentlich von mir Pfeile haben. Ja, nein. Nein, die brauche ich, die Pfeile. Du kannst eigentlich die Folterkapuze tragen. Oh. Ui. Jetzt bist du aber heftig. Dann, eine schäbige Robe kannst du auch tragen, aber trägst du nicht. Okay. Dann mal los. Krass. So, also, es hilft schon mal weiter. Wir tun noch kurz überspeichern. Das wollen wir ja. So. Und jetzt machen wir wieder Rattlesnack. Oh. Testen wir das gleich mal aus. Oh. Das ist genau das Gegenteil von Nekromantie wahrscheinlich. Auf der hellen Seite, ja okay. Rasselschlangen sind natürlich nicht unbedingt die... ja. Was macht denn der da? Ja? Kommst du mit? Gut. Wunderbar. Also scheinbar läuft es jetzt doch recht rund. Sind wir froh, oder?
Wenn ein Spiel funktioniert, wie es soll, dann ist man froh. Oh, Schmetterlinge. Also bin gleich in der Festung. Festung dachte ich, wäre ein bisschen weiter weg, aber gut. Was will der? Oh. Gesetzlos. Hä? Bei den Göttern. Was für eine Magie. Hey, du passt doch auf. Nicht plagen. Ich weiß nicht, ob ich den nehmen kann. Was habt ihr hier gemacht? Ich bin noch da. Gesetzlosen. Was braucht ihr? So, und zwar, nein, nicht sie, sondern wir. Gut, das ist, glaube ich, nochmals etwas dazu gekommen. So. Du kannst hoffentlich noch gut tragen, hä? Aber irgendwas ist mit der Beschwörung nicht gut gegangen. Lieber hier beschwören. Genau, und hier haben wir ja noch den Zauberstab, genau. Wissen wir ja auch, wo die ist. Nicht mehr hier. Hä? Wo ist die Leiche hin? Oder muss man das zuerst procken? Ich denke, da muss man zuerst procken. Das ist leider in Sky manchmal der Fall. Wo man nicht davon hört, ist da niemand gestorben. Sehr logisch. Aber schön, dass hier so viele Pflanzen im Haus waren. Hier war doch noch irgendwas. Nicht mehr? Okay, dann ist halt hier nichts los. Okay, der Ork ist leider. Die Ork-Dame ist nicht mehr hier. Du bist erschöpft wegen was. Ey. Nicht zu nah an diese Pfauen. Weibliche Pfauen. Reisende und auch Reisender. Bin ich aber gespannt. Hä, wieso geht das auf wieder weg? Was ist denn das für ein Zauber? Kann das sein, dass das so ein... Ja, man muss ihn beschwören, damit er angreift selber? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Fokus wechseln. Oder man muss ihn mit einer Hand... Das wird wirklich nicht bleiben. Irgendwie geht das nicht so gut, wie man denkt. Hallo, danke fürs Helfen. Ja, ist gut. Er ist sehr stark. Oh, ich wurde getroffen. Gut. Ja, ist gut. Ich will alles mitnehmen, wenn ich draufklicke. Wo haben wir noch? Hä? Da wurde Menschen. Alle getötet! Los. Stark, stark. Er hilft einfach uns. Mit seinem overpowerten Können, hä? Wo ist denn die Leiche hin? Der ist sicher weggeschleudert worden. Keine Ahnung, wo da die Leichen sind. Hier ist ja auch nichts, oder? Nö. Vielleicht irgendwo hier auf dem Boden hinten dran. Aber hier müsste mindestens eine Leiche sein, aber wo? Keine Sorge. Ich weiß nicht. Ist sehr unscharf gerade. Ich müsste eventuell die Unschärfe kurz ein bisschen zurückschrauben. Sonst sehe ich wirklich nichts. So, das reicht völlig aus. Also ich will nicht allzu viel Schnaps haben. Festung Graumorg, okay. Cool. Yeah.
Wenn man ständig schon auf den Wiesen sieht, hat man einfach noch ihn fest. Und, too much is too much. Also ich sehe jetzt nur die eine Leiche. Ja. Schade. Not meat. Oh, noch eine Truhe. So, wo ist eigentlich sie, Utgard, die Unbeugsame? Wo ist die? Taste ist. Tab, genau. Du. Gelb gestellt. Tierhalsring. Leuchten wir den? Dass ich den schon mal habe. Vielleicht muss ich dem einen Wolf geben oder so. Damit er zu einem Hund, also als Hund erkannt wird oder so. Also er ist hier, aber wo ist sie? Schicke Roben. Seid ihr ein Zauberer? Nein, weißt du. Ich bin ein Komödiant. Oh, du hast Bier dabei. Sehr schön. Dann kannst du weiterhin da drinnen bleiben. Du Leiche, du. Ja, was machst denn du hier? Ich bin noch da. Ja, ich bin auch noch da. Nach euch. Okay, der wurde ein bisschen im Weg vergraben. Ich gebe ihr einfach diese Sachen und verkaufe sie dann. Was braucht ihr? Ich brauche, dass du diese Sachen trägst. Nimm das Bier und sei still. Ich weiß nicht, ob du irgendwie ja Heilung eher bräuchtest. So. Also eine Festung haben wir schon mal so geplündert. Wir gehen noch nicht rein in die Festung. Das wird wahrscheinlich zu schwer sein. Ohne diesen Mann der Sobi. Wir gehen mal den Weg hier. Ich muss ja sowieso irgendwas finden, wo man halt ja, wohnen könnte. Vielleicht ein Zelt. Irgendwas. Wird schon irgendwo gehen. So, da haben wir noch eine Ruine. Okay. Die mal merken. Gibt es dort auch etwas zu holen? Also, so wie es aussieht, kommen wir hier nicht mehr nach Westen. Ich möchte aber gerne. Ja. Das noch irgendwie hier. Über diesen Hügel oder so. Oder hinter der Festung eher. Ich glaube, hier ist gerade nichts mehr. Oh. Da ist unsere Lieblingsblume. Die Nierenwurz. Ja, Nierenwurz. Ja. Schön, schön, schön. Also das mit diesem Ding. Noch eine. Okay. Komm. Das mit dieser Magie muss ich mal noch lernen. Die wäre schon cool. Aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Ah, man muss. Nein, es geht wieder weg. Wir brauchen mehr Mana oder so. Er macht nichts, vielleicht in der Nähe von einem Gegner, aber er macht einfach gar nichts. Was ist denn hier passiert? Der Wolf ist auch gestorben. Hat er zu viel Gans gegessen? Wieso sind so viele Wölfe hier gestorben? Und Skeberratten? Also ich kann mir vorstellen, dass die Ratte angegriffen hat, ein Wolf gestorben ist und der zweite Wolf, weiß es nicht, von der Gans getötet wurde oder von einem Mammut, kann auch sein. Merkwürdig, aber das war ja ein Schlachtfeld. Heftigst. Oh, geil, die Gischt. Schon hier brennt, aber hier das ist nur die Aufluft. Schön hier, wie das grün leuchtet. Krass.
Aber klettern kann ich scheinbar nicht so gut. So, wo haben wir jetzt die Leiche von diesem Bogenschießbandit? Und ist hier, da hinten ist noch ein Gegner. Ich weiß leider nicht, wo der Bogenbandit sein sollte. Aha, Geheimgang. Ist es ein Fisch? Könnte hier ein Fisch sein. Fragt sich echt, wie kann man den leben lassen? Die sterben sofort, also das irgendwie läuft das nicht so gut. Irgendwo sind hier Fische drin. Ah, da oben sind irgendwelche Zauber, die sind hinten. Was ist? Ah, Schlangenklappen. Das war wie so eine Magierkapuze. So, wunderbar. Ja, für Essen und so, alles mitnehmen. Das auch noch, wir noch können. Nehmen wir alles mit. Und da ist auch wieder... Hey! Geralt. Von Riva. Unser Geralt von Riva mit Plötze. Der hat uns gerne. Vielleicht ist es ein Spanner von ihr. Wie heißt sie eben? Utgerd oder so, das heißt sie, gell? Sicher ein Spanner. Einer, der einfach bei ihr ankommen will. Ein Wolf. Ein Fuchs. Gut, was haben wir denn dort? Monolithen. Sieht cool aus hier. Hier haben wir auch ein paar. Ah nein, das sind die Monolithen. Das scheint eine Festung oder so zu sein. Okay. Nein. Boah. Eigentlich müsste ich mit Heilzauber heilen, aber jetzt gerade, weil es so schwierig ist. Das ist ein Magier-Skelett, so unfair. Wo ist deine Robe hin? Altes Nordschwert. Okay. Wenn man euch mal braucht, seid ihr nicht da. Hallo. Diskalt, wodurch deine maximale Gesundheit sinkt. Ja, kann ich nichts machen, aber ich bin jetzt momentan echt nicht so der Magierrobben-Auszieher. Dafür irgendwas Warmes anziehe. Jetzt gerade. Hey, es ist doch warm. Jetzt ist es warm. Ist hier nichts mehr? Es ist ein bisschen merkwürdig, wenn irgendwas nicht ist. Dafür ein Skelett, das nichts bei sich hat. Wow. Meine Güte. Kommt er damit? Stahlstreitkolben. Sterbliches Fleisch. Nicht mit Zombies, ich hab Angst vor Zombies. Und ganz viele Esel. Ich muss hier aber noch kurz schauen. Nicht, dass wieder der Mod drin ist. Ne, wir haben nur jetzt gerade kurz müssen. Leichte gemacht wegen Untergeld. Und sie uns nicht verkloppt. So. Welcher Mod war es eigentlich? Es war. Sky UI war es, den Mod. Den Bug ausgelöst hat. Und ich musste etwas. Bestimmtes machen, ich weiß es nicht mehr so genau. Einen Befehl, glaube ich, eingeben oder so. Nein, ein Extra-Mod. Ein, wie sagt man? Tweak, also ein Mod für einen Mod, oder?
ein Tweak. Installieren. So, da haben wir auch noch mal irgendwas. Da haben wir ein Lagerfeuer. Hm. Sind wir eigentlich fertig mit diesem Tal? Ich wollte, ja. Das ist eigentlich alles ein bisschen erkunden. Da ist ein Turm. Oh je, jetzt sind wir wieder unterkühlt. Hier haben wir scheinbar. Hm. Das ist ja ein Rätsel. Ein Griff. Ein Rätsel. Der Drago möge es lösen. Haben wir irgendwelche Symbole? Ganz. Da, eine Schlange. Machen wir hier mal zur Schlange. Aber wo ist die Schlange? Und in welche Richtung muss die Schlange? In diese Richtung? Hier müssen wir einen Adler auch in die Richtung. Naja, definitiv. Und da drüben haben wir, das ist wahrscheinlich hier irgendwo, einen Fisch. So, aber jetzt machen wir noch was. Machen wir einen Schnellspeicher. Was ist das hier? Ein Schädel. Ja, okay, war easy. So, wunderbar. Ein hypothetischer Verrat. Huch. Feuerpfeil. Interessant. Sehr schön. Okay, leider ist nichts mehr hier. Kommst du jetzt eigentlich ständig mit? Hm. Dort drüben ist das Feuer. Gehen wir mal zum Feuer, damit es uns wieder ein bisschen wärmer wird. So. Kommst du bitte mit? Hallo, wo bist du jetzt hin? Ja, er kommt mit. Aha. Lager Schlafbaum entdeckt. Okay, wir gehen weg. Das ist sonst gefährlich. Es ist so ruhig. Oh nein. Wir haben hier überall diese blöden Riesen. Da oben ist eine Burg. Ach Mann, wäre ich doch besser, könnte ich schon beschwören und so. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Das sind Wachen? Was machen Wachen hier? Hallo. Der Tod ist stark hier. Dankeschön. Nice, ne? So. Ja, so langsam müssen wir mal kurz Pause machen. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch etwas. Ich habe doch irgendwo eine Karte. Dann können wir kurz mal schauen, ob irgendwas in der Nähe ist. Ich weiß nicht, wie man diese Karte aufmacht. Aha. Wir sind hier. Da oben gibt es ein Symbol, Goldhügelplantage. Das können wir mal markieren. So, Ritorans Zuflucht hätten wir. Nördlicher Beinbruch passt. Und hier müssen wir hin. Okay, dann gehen wir mal nach Nordwesten. Dorthin. Vielleicht können wir etwas, ja, essen wieder. Braten und so. Sammeln. Eine Plantage ist doch cool. Also tschüss, die Utgerd, die sagt tschüss mit seinem, mit ihrem Zweihandschwert. Und ich natürlich auch, der Druide, der nicht beschwören kann. So, tschüss.